Ja, wir haben scheinbar ein Crackgate. Und damit meine ich nicht, dass wir ein Drogenproblem haben, sondern es gibt scheinbar gehäuft Meldungen von Benutzern, bei denen die Vision Pro am Frontglas springt. Und zwar gibt es einen Riss in der Glasfront, der unten in der im Nasenbereich anfängt und dann manchmal nur bis zur Mitte nach oben verläuft, aber auch oft bis ganz hoch und damit die komplette Glasfront in zwei Teile teilt. Ja, in den Fotos könnt ihr auch mal sehen, wie das aussieht. Also man sieht schon, dass es da so ein Muster gibt, dass immer unten es reißt, da wo diese Krümmung im Nasenbereich ist, was wahrscheinlich die Stelle im Glas ist, die am meisten Spannung hat. Und dann verläuft der Riss immer vertikal nach oben. Über die Gründe von diesen Rissen kann man aktuell nur spekulieren. Es sind halt alles noch Einzelfälle, die so nach und nach in den sozialen Medien auftreten und gemeldet werden. Aber ein Mitarbeiter von Apple hat zum Beispiel gesagt, er glaubt, dass es eine defekte Charge ist, die verkauft wurde. Dagegen spricht eigentlich, dass die Meldungen aus verschiedenen Regionen kommen, weil wenn es eine Charge wäre, dann würde es ja alles so in einem Gebiet sein, weil eine Charge wahrscheinlich bei einem Apple Store ausgeliefert wird. Es gibt andere Spekulationen, die jetzt sagen, dass dieses Glas vielleicht falsch verbaut wurde oder dass schon der Entwurf von diesem Glas irgendwie falsch ist, weil da einfach zu viel Spannung entsteht. Beim Durchstöbern von den Beiträgen auf Reddit bin ich auf verschiedene Erklärungsideen gestoßen und zwei davon fand ich besonders einleuchtend. Bei der einen geht es darum, dass das Glas ja auf einem Alurahmen verbaut ist. Und Alu und Glas haben einfach eine unterschiedliche Ausdehnung bei Wärme. Das heißt, wenn die Brille warm wird, dann dehnt sich das Aluminium mehr aus als Glas. Ich habe mal nachgelesen, Aluminium dehnt sich dreimal mehr aus als Glas. Und dadurch wird das Glas immer wieder unter Spannung gesetzt. Und wenn die Brille sich abkühlt, zieht sich das Aluminium zusammen und das Glas auch, aber wieder nicht im gleichen Maßen. Das heißt, wir haben immer so eine Bewegung auf dem Glas, der nach einer Zeit vielleicht zur Materialermüdung führt und dadurch entsteht dann irgendwann ein Riss. Die zweite Idee ist, dass ein Hitzestau durch das Schutzpolster entsteht. Weil bei den meisten Meldungen, wo der Riss entstanden ist, haben die Leute gesagt, sie haben die Vision Pro an dem Akku stecken gehabt. Also die wurde noch weiter mit Strom versorgt und der Akku wurde aufgeladen. Da die Vision Pro jetzt ja keinen Akku in dem Headset selbst hat, kann sich der Akku da drin ja nicht erwärmen. Aber trotzdem ist die Vision Pro im Prinzip eingeschaltet in dem Moment, wo noch das Kabel vom Akku dran ist. Und wenn man dann diese Schutzhülle, die ja recht gut wärmeisoliert, vorne draufsetzt, hat die Brille vielleicht keine Möglichkeit mehr, die Hitze abzugeben, die entsteht, weil die ja immer noch mit Strom versorgt wird. Und wenn man dann lang genug die dran lässt, hat man vielleicht so eine Hitzeentwicklung, dass das Glas vorne einen Sprung bekommt. Ja, beide Sachen kann man auch aus meiner Sicht gut nachvollziehen, weil sowohl die Wärmeentwicklung durch diese Schutzpolster, was ja relativ dicker Stoff ist, klingt ganz plausibel, als auch diese Materialermüdung durch dieses Ausdehnen und wieder Zusammenziehen, kann ich mir auch gut vorstellen. Das Problem ist jetzt, dass Apple einfach irgendwie handeln muss. Weil aktuell ist es so, dass man die Brille ja natürlich ansteckt beim Laden. Also man steckt den Akku an, um den Akku aufzuladen. Und viele Leute lassen einfach den Akku jetzt an der Vision Pro dran. Und damit das Frontglas keine Beschädigung kriegt, machen sie die Stoffhülle drauf. Und das führt jetzt derzeit scheinbar zu dem Problem. Da könnte Apple jetzt nur dagegen was machen, wenn sie mit einem Firmware-Update vielleicht dafür sorgen, dass die Brille erkennt, wenn sie in der Stoffhülle ist und dann sich in einen Ruhezustand versetzt, wo sie nicht mehr warm wird. Die andere Lösung, die wir aktuell haben, ist, dass man die Brille immer, wenn man sie mit der Stoffhülle abdeckt, von dem Akkukabel abkoppelt, damit sie einfach nicht mehr mit Strom versorgt ist, weil es gibt an der Brille ja keinen Ein- und Ausschalter oder irgendeinen Knopf, mit dem man sie deaktivieren könnte. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um sie tatsächlich auszuschalten, ist, dass man dieses Kabel abmacht. Ja, interessant ist, wie Apple jetzt damit umgeht, weil die Probleme treten immer häufiger auf und offiziell ist es noch nicht als Problem anerkannt. Also das heißt, es gibt keine offizielle Stellungnahme von Apple dazu und die Mitarbeiter sind auch nicht geschult oder haben keine Anweisung, was sie machen soll, wenn jemand mit so einem gerissenen Frontglas kommt. Dadurch gibt es Meldungen von Leuten, die sagen, ja, wir haben die Brille da zum Apple Store gebracht und der Mitarbeiter wollte mir Apple Care Plus verkaufen, damit ich dann die Brille getauscht bekomme. Andere haben bei einem anderen Apple Store die Brille hingebracht mit dem gleichen Fehler und dem Riss und haben ein Austauschmodell direkt bekommen. Es gab sogar eine Person, die hat ihre Brille 512 GB Vision Pro hingebracht
Und weil der Apple Store keine 512 Gigabyte Modelle mehr da hatte, hat er ein 1 Terabyte Modell im Austausch bekommen und musste nur $100 Aufpreis dafür bezahlen. Also hat $100 gespart quasi. Das hängt jetzt davon ab, wie kulant die Mitarbeiter sind. Aus meiner Sicht gibt es da nur eine Variante, wie man als Apple damit richtig umgeht, nämlich das Ding tauschen. Und zwar mit Entschuldigung an den Benutzer, weil der hat als Early Adopter so viel Geld dafür hingeblättert. Und ich meine, man kann verstehen, dass dann vielleicht hier und da Probleme auftreten, aber dann will man nicht lange diskutieren mit Apple-Mitarbeitern, ob man jetzt dieses Ding getauscht kriegt oder nicht, sondern dann möchte man auch, dass da schnell was passiert und dass man da nicht noch Geld hinterherwerfen muss. Ich bin ja kein großer Techniker, Ingenieur oder Physiker und aus meiner Sicht leuchten diese zwei Erklärungsversuche schon irgendwie ein mit der Hitze und so. Aber was mich wundert ist, dass Apple das nicht getestet hat offenbar. Ich hätte jetzt erwartet, dass die irgendwie ausführliche Tests mit Temperaturunterschieden und allem machen, aber offenbar ist keiner auf die Idee gekommen, die Schutzhülle aufzusetzen und dann das Headset anzulassen und gleichzeitig noch den Akku zu laden. Das ist offenbar bei denen durchs Raster gerutscht. Mich würde mal interessieren, ob ihr noch Ideen habt, woher dieser Riss kommen könnte. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwie Erklärungsideen, auf die ich nicht gekommen bin. Lasst sie gerne mal in einem Kommentar unter dem Video da. Ich würde mich freuen und lest das alles gerne. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es mit der Apple Vision Pro und dem Crackgate weitergeht, dann lasst gerne mal ein Abo hier. Und falls euch das Video trotz meiner vielen Labarababa-Themen gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten danke, dass ihr hier wart und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Bis dann. Tschüss.